So, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda. Mit mir Buckyline85 und natürlich mir, Tyrannimus Epi. Hallo Leute. Und wir sind schon Level 4 mittlerweile. Und hoffen mal, dass da die Karte ist. Nee, die Karte war ja weiter oben. Die war ja in einem Raum, den wir leider nicht mehr erreicht haben. Aber hier waren wir noch gar nicht drin. Vielleicht lässt sich hier ja ein Schlüssel ergattern. Tatsache. In einem Raum vermute ich sogar den Weg zum Dungeon-Item. Dann gehen wir erstmal geradeaus, würde ich sagen, denn da waren wir auch noch nicht. Ich würde sagen, wenn wir die Karte haben, können wir den Rest erkunden, weil dann können wir systematischer vorgehen. Oh nee. Och nö. Margret, du das Note? Du siehst doch, dass ich löt. Eckhart. Die Russen sind da. Diese Gummibärchen da, die hier rumhüpfen. Boing, boing. Und wenn das keine Gummibärchen sind. Es gab in der japanischen Version, die Japaner hatten ja in den Controllern so Mikros gehabt und da gab es einen Gegner, den konnte man nur durch laute Geräusche töten. Echt? Da mussten die ins Mikrofon irgendwas laut reinbrüllen. Weil dieser Gegner hasst Lärm. Und der wäre dann verreckt. Ja. Ich weiß. Das ist beim DS so. Ich habe den Typen auch besiegt. Und weißt du, wer das ist? Bei Phantom Hourglass gibt's den. Oh, okay. Welcher ist das? Das ist kein wirklicher Boss, das ist nur so ein kleiner Zwischenboss. Ah. Der hat einen Schlüssel gefressen. Und den Schlüssel willst du halt haben. Ich habe den Verdacht, dass wir im Raum zuvor eine Bombe brauchen. Für die eine Wand. Aber erstmal will ich das nächste Zimmer erkunden. Weil ich vermute mal, das Dungeon-Item liegt dort. Bist du dir da sicher? Das ist eine Vermutung. Auf jeden Fall ist da die Karte. Also im Raum nach, im Raum über uns. Da. Immer schön dodgen. Da kann dir nichts passieren. Der altbekannte Raubschleim. Lass dich bloß nicht von dem fressen. Ich weiß, der klaut mir die ganzen Rubine. Nicht nur die, wenn du Pech hast, auch ein Schild. Und Schilder sind hier ziemlich teuer. Gut schieben. Kill ihn, kill ihn, kill ihn. Los, Wacky, los. Nix. Versuch mal die Dinger zu verschieben. Die fliegen so leicht wahllos, diese komischen Dinger. Aha. Und es ist natürlich das Dungeon-Item. Genau wie ich vermutet habe. Jetzt kommen wir theoretisch auch an einen Herzcontainer ran. An der Küste. Okay. Am Strand. Muss man das Ding auch aktivieren oder ist es wieder automatisch? Was glaubst du? Das ist automatisch, glaube ich. Versuch mal, ob du bis jetzt schon geht, dass du über diese kleineren Absprünge rüberlaufen kannst, wegen der Leiter. Ja, geht. Kannst du komplett übers Wasser laufen oder nur über ein Stück? Ein Stück nur. Stell dir mal vor, es gibt nachher so diese unendliche Leiter. Das wäre geil. Wäre es wirklich. Du hast zum Glück noch einen Schlüssel übrig. Aber du bist tot. Aber egal, wir haben die Leiter. Perfekt. So schnell. Einfach geradeaus weiter. Die Gegner brauchst du ja gar nicht zu beachten. Wir haben ja schon fast alles, was wir wollen. Uns fehlt ja nur noch die Karte. Und die kriegen wir wahrscheinlich, wenn wir nach oben laufen. Wer hätte gedacht, dass die Bomben hier in diesem Game so ultra mighty wären? Also ultra mächtig. Hm. Das ist die stärkste Waffe im Game, auch wenn man es kaum glauben kann.
Nicht mal der magische Stab kommt da dran. Ja. Und vor allem, die sind so billig. Ich meine, 20 Rubine, glaube ich, pro Pack. Rubine sind hier ziemlich selten. Das ist der Nachteil leider. Und man kann nur maximal 8 tragen. Und rennt erstmal in eine eigene Falle. In ein eigenes Feuer rein. Da ist es. Da muss er rüber. Schnell, geh da durch. Ist ja alles voll Wachte. Lass dich doch nicht töten, Bucky. Schnell einfach raus da. Wir wollen nur noch die Karte und den Dungeon und den Boss besiegen. Mehr wollen wir nicht. Da ist er. Und die könnte ich nicht erreichen. Einfach Karte. Okay, wir haben es fast. Zum Boss also immer noch nach Norden. Sag mal Bescheid, wenn du das Knurren hörst. Es dürfte jetzt nicht mehr weit entfernt sein. Ach du Scheiße. Ach so, es war ein Miniboss. Okay, merken wir uns, ein Miniboss bewacht den großen Boss. Anscheinend. Bei Zelda Phantom Hourglass muss man sich seine Karten selber zeichnen. Zum Teil. Eine witzige Idee. Wenn man auf Karten zeichnen steht, bestimmt. Ich glaube, mit der Flöte konnte man sich jeweils zum jeweiligen Dungeon-Eingang transportieren lassen. Also hier steht auf jeden Fall, dass es der Recorder ist. Sieht aber total aus wie eine Flöte, ich verstehe dich total. Aber hier steht, es ist ein Recorder. Was daran ein Recorder ist, weiß ich auch nicht. Na, verschwinde einfach. Kannst auch geradeaus rüberlaufen, du brauchst nicht mal eine Flamme dafür. Selbes Prinzip wie eben. Brauchst eigentlich gar keine Flamme dafür. Einfach nur geradeaus. Renn doch nicht in deine eigenen Flammen rein. Och, Wacky. Den schafft man doch so niemals. Der steht genau rechts neben dir. Vorsicht. Ja, ich seh's. Ja, das war irgendwie abzusehen, dass es passieren würde. Wir haben zu wenig Life irgendwie. Ich könnte langsam echt mal mehr Life gebrauchen. Herzenfarm fällt aus. Ich meine, du siehst ja, wie häufig Gegner Herzen droppen. Nee. Ja, und der nächste Herzcontainer ist meilenweit entfernt. Und selbst der heult ja nur ein Herz auf. Guck einfach, dass du möglichst mit dem Life, was du da hast, durchkommst. Bei dem Typen ankommst. Genau. Ich frage mich, wenn er weg ist, ob er dann weg bleibt.
ich hoffe. Aber ich vermute, dass auch, dass er dann jedenfalls nicht mehr wieder, obwohl doch, dem Spiel könnte ich es zutrauen, dass der wiederkommt. Guck mal, dass du da irgendwie durchkommst. Möglichst ohne Schaden, natürlich. Jetzt lauf nicht in deine eigenen Flammen rein, so wie sonst immer. Wacky the Dark Master. Das ist so ein kleiner gefährlicher Raum hier. Hau lieber ab. Warte auf den richtigen Moment, wo die Elektrodinger nicht da sind. Das ist nicht mal das schlimmste Problem. Das schlimmste Problem ist die Jumper. Die Gummibären? Ja, die Gummibären. Doing, 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 doing. Okay, er ist ganz weit weg. Und los. Perfekt. Und geradeaus durch. Run, Forest, run! Die können nicht übers Wasser, das darfst du nicht vergessen. Nur die Kleinen. Natürlich, wenn du sie dann klein machst, dann kommen sie übers Wasser zu dir. Jetzt schnell, lauf zum Ziel. Perfekt. So, und jetzt kannst du den Boss besiegen. Ich sehe ihn nicht. Er versteckt sich in den Schatten. Da ist er. So ein Witz. Walk into the waterfall. Ja, ja. Hm. Ich weiß auch, welchen der meint. Und da, wenn man da reingeht, dann ist er so ein weiterer alter Sack, der sagt, go up, up the mountain ahead. Und das soll einem helfen, Dungeon Numero 5 zu finden. Aber es fehlt ein Schlüssel irgendwie. Haben wir irgendwo einen Schlüssel vergessen? Nee. Ist da eine verschlossene Tür noch? Oder wie? Ja, da oben bei den Typen. Geh doch mal dahin. Bälle. Ach, bei dem. Hm. Das ist eigentlich ziemlich dumm, weil wir hatten noch einen Schlüssel mehr, als wir haben dürften. Schieb da mal ein bisschen rum an den Dingern. Vielleicht erscheint dann einer. Hm. Noch nicht. Da unten. Da waren wir schon. Rechts war das Dungeon-Item, das weiß ich noch. Hm. Secret Room. Ich weiß, es ist aber. Gerade nur zum. Okay, das war jetzt eigentlich nur zum Test gedacht, aber. Gut, das hat. Ah, okay. Geil. Moment. Das kann es jetzt echt nicht wahr sein, oder? Da ist der Schlüssel. Ihr wollt mich jetzt echt verarschen, oder? Ja, normal. Mhm. Behalt den Schlüssel einfach. Du bist doch auf der anderen Seite. Ja, den brauche ich jetzt nicht mehr. Das heißt, wir hätten uns den ganzen Bosskampf sparen können. Anscheinend. Toll, was ist das jetzt? Auch das ist aber toll.
Du hättest vielleicht erstmal Licht anmachen sollen. Das wäre vielleicht ganz gut gewesen. Egal, versuch mal jetzt beim nächsten Raum auch nochmal ein Loch in die Wand zu sprengen. Nach oben hin. Na, mit Bomben müssen wir ein bisschen sparsam sein. Die brauchen wir für die Bosse. Du weißt, welche Wirkung die haben. Dun, 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 dun. Treffend beschrieben. Okay, Maki, auf mein Zeichen rennst du los. 3, 2, 1, los! Gut gemacht, junger Papa. Einfach durch. Und zwar, wenn ich jetzt sage. 3, 2, 1, jetzt. Oh Gott. Ich bin gut, nicht wahr? So. Damit wir wieder bei diesem Raum, komischen Raum wären. Hey, du kannst doch da lang. Ich will gerade mal was ausprobieren. So viel zum Thema, wir müssen sparsam mit unseren Bomben umgehen. Was? Kann man so durch jede Wand des Dungeons? Ja, und da ist schon der Boss im nächsten Raum. Sag mal. Ist ein Fußballspieler. Osama mit in der Hand. Das ist ein Terrorist. Der ist dasselbe. Beide ballern was kaputt. Mist, Feuer in die Rand. Kill sie mit Feuer. Verbrennen soll. Konzentration im Lager, bitte. Das war keine Anspielung. Keiner von den Viechern droppt irgendwie ein Herz. Das sag ich ja. Keiner hat ein Herz. Toll, hätten wir uns sparen können. Wir müssen das einfach nur verschieben. Okay, Boss. Ach du Scheiße, ist das viel. Oh. Tu zwei Bomben hin. Keine Wirkung. Hilft diesmal nix. Keine Wirkung. Das ist ja doof. Um es mal so zu formulieren. Erst. Aber ganz ehrlich, kommt man mit den Bomben wirklich durch jede Wand des Dungeons? Scheint so. Ich meine. Aber möchtest du zu einer Feenquelle? Wo ist denn die? Du musst mir Zeit geben, du musst nur sagen. Bitte nach links über die Brücke. Nach links über die Brücke. Bitte. Oh, ein Herz. Welch seltener Anblick. Okay, du sagst nach links über die Brücke. Genau. Dann gehen wir auch nach links über die Brücke. Dann nochmal nach links. Und dann nach oben. Und nochmal nach oben.
Und wir haben Volllauf. Nice. Jetzt nach rechts. Dem See folgen. Nach unten, meine ich. Wir hätten uns auch neue... Aber wir brauchen keine neuen Bomben. Wir haben 7. Gut. Vergiss es. Wir hätten uns aber irgendwie auch mal Pfeile holen können. Hätten irgendwann wir. Irgendwann mal. Wir können uns sogar einen Schlüssel kaufen bei dem Dealer meines Vertrauens. Kannst du mal ganz kurz eine Bombe verwenden, um gleich im nächsten Raum nach oben hinweg zu sprengen, um zu gucken, ob das geht? Ich glaube zwar auch nicht dran, aber wenn das so wäre und da wieder so ein geheimer Raum ist, dann wäre es praktisch zu wissen. Nein, tatsächlich. Gut, aber wir haben immer noch 6 Bomben. Das ist mehr als genug. Gummibärchen lässt sich doch ganz gut vorbeikommen. Wenn man nur vorsichtig ist, wenn die so aus kleinen Geleestückchen bestehen. Das sind dann die Picoballas. So entstehen Picoballas, liebe Kinder. Es kommt ein komischer Typ und der schlitzt eure Gummibärchen auf. Ich hab keinen Hunger mehr, Mama. Du musst aber. Die Fee mag dich nicht. Geh weg von mir, du Schlawiner, du Strolch. Schöne Fee. Oh nein, dieser Verarsche von Zelda. Laufen so Link und Navi nur so weg und so ein Gerone nur so, Mensch, das ist aber ein heißer Arsch. Dann nur so, yo, die Fee ist heiß. Fee? Fee. Ich hab auf den Jungen geguckt. Komm nach rechts. Schieb einfach kurz das Ding zur Seite und da können wir auch schon raus. Ah, das geht erst, wenn man alle besiegt hat, oder wie? Probieren wir es gleich mal. Die waren alle weg. Warum bist du zurückgegangen? Ich würde mal sagen, wenn Zelda 1 kein Arcade-Spiel ist, dann weiß ich nicht, was ein Arcade-Spiel ist. Also das muss ich mir wirklich als, also das stelle ich mir wirklich als ziemlich gute Unterhaltung damals vor. Wenn man sich mal bedenkt, was damals so rumgegangen ist. Teenage Mutant Ninja Turtles, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Jetzt die Frage, schaffe State? God save the Queen. Das heißt nein. Egal. Gut, dann verbrenn erstmal den Drachen ein bisschen. Ach, du musst die Bomben an den Körper legen, nicht an die Hälse. Versuch das mal. Guck, dass du die Bomben so legst, dass die genau im Körper sind. Okay, ich versuch's mal. Also du kannst auf der rechten Seite müsstest du vorbeikommen können, weil dann noch. Obwohl der hat. Ist egal. Nee, klappt nicht. Nee, das hilft einfach nicht. Wacki? Ja. Nicht einfach reinrennen, du. Versuch mal seine Köpfe zu verbrennen. Du hast schon draußen. Das bringt auch nichts. Egal. Vermöbel sie, aber nicht reinlaufen. Immer einen Schlag und wieder weg. Puh, leichter gesagt als getan. Ja, Wacki, wenn du herumstehst und die ganze Zeit
Herzcontainer. Gut, da fehlen dir jetzt nur noch 1, 2, 3, 4, 5 Herzcontainer. Und 3 bekommst... drei bekommst du noch durch Dungeons. Also kann man nur noch 2 Herzcontainer finden, Wacky. Und das Vieh kommt nochmal wieder, nicht? Mit 3 Köpfen. Und einer davon, den wissen wir ja, wo der ist noch im See. Und ein weiterer, den suche ich gerade für dich. Your progress is in... Work. Ja, und ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Schnitt rein. Das war's für heute von Let's Play The Legend of Zelda. Mit mir, Wacky, und... Mir, Tyrannosaurus. Tschüss, Leute. Ciao.